Hallo an mein Stierkollektiv. Es ist Zeit, in die Energie der kommenden Woche reinzuschauen. Und mal gucken, was beim Stier hier so los ist. Ha, Schwärmerei. Möglicherweise das Ende von Schwärmerei, das Ende von Unentschlossenheit. Auf jeden Fall heißt es hier notwendigen Schlussstrich ziehen, also etwas definitiv zurücklassen, da nicht mehr zurückschauen, sondern jetzt nach vorne schauen. Vielleicht war hier eine Situation mit einer anderen Person, die einfach nicht so super befriedigend war. Ja, Impulsivität. Obwohl mir auch gerade gesagt wird, es kann durchaus sein, dass hier zu voreilig gehandelt worden ist, aus Impulsen heraus, aufgrund der Tatsache, dass eine Vergangenheitsgeschichte hier nicht abgelöst worden ist im Vorfeld und dadurch eben diese Unentschlossenheit entstanden ist und auch die fehlende Entscheidung, hier überhaupt weiter Pläne zu schmieden. Also es wurde vielleicht fantasiert, ja, über Pläne fantasiert mit einer anderen Person. Vielleicht aber geht es auch um was Eigenes, ja, vielleicht was Berufliches, etwas, was selbstständig getätigt werden soll. Ach, das wird hier auch nochmal bestätigt. Aber dennoch wurde es aus Impulsen heraus der Befangenheit der Vergangenheit eben vorzeitig beendet, obwohl da eigentlich schon der Wunsch war, weiterzugehen. Jetzt wirst du aber aufgerufen, egal was hier passiert ist, ja, auch wenn du gerade denkst, oh verdammt, hätte ich mal nicht machen sollen, das war eigentlich total unnötig, im Nachhinein so eine Art Reue bekommst, ganz egal, du hast jetzt hier die Möglichkeit, neu zu starten. Manchmal, auch wenn es vielleicht im Nachgang der verkehrte Weg war, war es dennoch in der Situation notwendig, weil eben das Vergangene noch nicht abgelöst worden war zu dem Zeitpunkt. Ja, es wäre auf Dauer wahrscheinlich auch nicht gut gegangen. Nichtsdestotrotz bist du immer noch in der Lage, jetzt hier auch die ganze Sache zu klären. Egal, ob es um das Berufliche geht oder um das Private, mit dem Magier wird auch beides angezeigt. Neuer Job, neue Verbindung, also neue Beziehung kündigt sich hier an. Wenn du in dein eigenes Bewusstsein zurückfindest und wieder in deine Schöpferkraft, in dein Wirken reingehst, ja, wieder Mut findest und ja, zurück auch in deine Kreativität, wenn es zum Beispiel um das Business geht, anfängst dich hier zu besinnen, das ist wirklich mal ein Rückzug, der notwendig ist, um diese Gedanken wieder zu ordnen, ja, vielleicht sogar die negativen Gedanken, warum habe ich das jetzt eigentlich getan, das wäre gar nicht, das war doch total idiotisch von mir, ja, sowas kann hiermit aufgelöst werden. Gehe einmal in den Rückzug und besinne dich. Ordne deine Gedanken. Finde wieder in deine Dynamik zurück, in deine Tatkraft zurück, in deine eigene Loyalität zurück. Finde zurück in deine Strebsamkeit, auch zurück in deine eigene innere Autorität. Ja, der Hermit sagt es ebenfalls. Es ist jetzt Zeit hier für die Wahrheit, für die Innenschau, für ja, manchmal auch die Einsamkeit, erstmal die Entbehrung, um einfach wieder klarzukommen, ja, diese Impulsivität hier rauszunehmen und natürlich auch, um wieder, ja, ins eigene Urvertrauen zurückzufinden. Hier stehen deine Wünsche auf dem Programm. Der Mond zeigt deine Sehnsüchte, der Mond zeigt deine Tiefe an, der Mond steht für deine Träume. Und der Mond steht auf jeden Fall auch dafür, dass du eben nicht anfängst, dich selbst auch zu täuschen. Wie gesagt, ganz egal, was hier passiert ist. Es ist jetzt passiert, es lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Dessen darfst du dir auch bewusst werden. Die Vergangenheit ist vergangen. Und solange du immer wieder in deine Vergangenheit zurückschaust, wirst du nicht nach vorne gehen können. Ganz im Gegenteil, du wirst Stolpersteine übersehen. Ja, du wirst immer wieder auf die Nase fallen. Und deswegen ist es wichtig, jetzt wirklich die Augen nach vorne zu richten, wirklich gerade zu gehen, ab und zu mal auf den Boden zu schauen. Du bist Erdelement, ja. Der Boden ist fruchtbar. Der Boden steht für Fruchtbarkeit. Gelegentlich musst du aber ein wenig Gefühl, Wasser investieren und natürlich auch ein wenig Feuer, Leidenschaft investieren, um hier in die Fülle zu gehen. Die 10 der Münzen ist Fülle. Ja, Reichtum, Integration, Verwirklichung. Das heißt, deine Wünsche, deine Träume können hier verwirklicht werden. Es ist noch nicht zu spät. Und das Ganze egal, ob es um das Berufliche oder auch um das Zwischenmenschliche geht. Es ist alles noch offen, aufgrund der Tatsache, dass du es jetzt erkannt hast. Ja, damit du in dein eigenes Wirken reingehst. Schöne neue Woche.